Also wir haben hier ein statisch bestimmtes System gegeben mit Abmessungen, suchen die Einflusslinie für die Querkraft an der Stelle rechts von 7. Ich würde also zuerst mal da einen Querkraftmechanismus einführen, wie ich es an dieser Stelle hier gemacht habe. Dann würde ich das gesamte linke Teil zu einem starren Teil zusammenfassen. Das hier ist ein Dreieck und das Ding geht im Prinzip bis hierhin weiter. Und das wäre bei mir die Scheibe 1. Die Scheibe 2 kann ich im Prinzip von hier nach hier und da hier ja derselbe Winkel ist, bis hier hinten hin weiterführen. Ich brauche also bei meinem Verfahren nur zwei Teile. Und dann sage ich, ich habe hier einen Winkel Phi 1 und ich habe hier einen Winkel Phi 2. Jetzt kann ich im Prinzip von 1 nach 4 gehen mit meiner Kistenregel und kann sagen, wir haben hier 4 Phi 1 und wir haben hier 6 Phi 1. Jetzt gehe ich weiter zu dem Lager, zu dem anderen Festlager. Dann habe ich hier nach rechts 4 Phi 2 und nach oben habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phi 2. Dabei bin ich aber über den Querkraftmechanismus rübergelaufen, an dem ich natürlich noch eine Formänderung anbringen kann. Wir erinnern uns, eine positive Querkraft würde im Prinzip so wirken und würde im Prinzip eine Verschiebung hervorrufen, die so ist. Wir wollen eine Verschiebung von minus 1 haben, deswegen ist eine Verschiebung an einem Querkraftmechanismus in dieser Richtung 1, wobei der Winkel natürlich nicht 0 sein muss. Wir haben also hier eine Verschiebung von 1 zu berücksichtigen, können jetzt alle horizontalen und vertikalen Pfeile zusammen addieren und wenn wir das in horizontaler Richtung machen, dann haben wir minus 4 Phi 1 plus 4 Phi 2 gleich 0, daraus folgt Phi 2 ist gleich Phi 1. Jetzt können wir die vertikalen Pfeile addieren und wenn wir das machen, haben wir 6 Phi 1 und 6 Phi 2, die nach oben wirken und 1, das nach unten wirkt und das ist 0. Da Phi 1 gleich Phi 2 ist, haben wir damit 12 Phi 1 ist gleich 1 und damit Phi 1 gleich Phi 2 gleich 1 Zwölftel. Beide Winkel drehen in der gleichen Richtung und haben den Betrag 1 Zwölftel. Ja, nachdem wir das geklärt haben, können wir erstmal einen großen Teil der Einflusslinie zeichnen. Wir können uns ja jetzt die Vertikalverschiebung an der Stelle 3 überlegen. Und das ist dann einfach 3 Phi 1 nach oben. Das heißt, wenn ich W3 ausrechnen will, ist das minus 3 Phi 1 und minus 3 Zwölftel sind minus 1 Viertel. So, jetzt geht es geradlinig weiter, dann können wir das W5 ausrechnen. Das W5 sind dann minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Phi 1, denn Phi 1 ist ja Phi 2 und damit minus 3 Viertel. So, damit ist die Einflusslinie eigentlich schon fertig und wir können sie jetzt zeichnen. Wir haben also 1 Viertel und 3 Viertel an der Stelle hier ausgerechnet. Das hier ist dann zum Beispiel 1 Viertel und das hier sind 3 Viertel. Und das ist die Einflusslinie dazwischen. Der Punkt 6 hat keine Vertikalverschiebung. Deswegen habe ich hier einfach eine Wippe. Die linke Seite geht hoch und die rechte Seite geht runter. Ich brauche hier also überhaupt keine Pole mehr. Ich kann hier sofort sagen, minus plus. Und derselbe Wert wird gespiegelt. Das hier ist also 1 Viertel, das hier ist 3 Viertel, das hier ist 3 Viertel. Das, was wir hier haben, ist die Einflusslinie Q7 links. Dimension ist dimensionsfrei. Wir sind bei der Auswertung für die Streckenlast. Die geht von 4 bis 5. Wir müssen jetzt also im Prinzip folgende Fläche ausrechnen. Diese Fläche hier. Und dann kann ich sagen, die Querkraft ist gerade gleich. Erstmal 3
Kilonewton pro Meter. Dann muss ich natürlich noch den Wert in der Mitte kennen, 2/4. Das ist nicht schwer. Und jetzt muss ich von 2/4 und 3/4 das arithmetische Mittel bilden. 2/4 plus 3/4 halbe. Und das muss ich mit 3 Metern mal nehmen. Ja, was kommt da raus, wenn ich 2/4 und 3/4 aufaddiere? Dann bekomme ich 5/4. Und wenn ich das durch 2 teile, habe ich 5/8. Wir haben also eine 3, eine 5, eine 8 und noch einmal eine 3. Das Ganze kann man natürlich früher oder später auch dem Taschenrechner anvertrauen. Das heißt, wir haben 45 durch 8. Und das sind 5,625. Oder anders ausgedrückt, 45 durch 8. Wir sehen auch die Dimension, die inzwischen stimmt. Die Dimension davon ist Kilonewton. Ja, so würde ich es also machen. Was würde der Lehrstuhl machen? Der Lehrstuhl würde mit Sicherheit die Pole suchen. Wenn ich das mit den Polen machen würde, müsste ich natürlich 3 Teile einführen. Ich müsste also einmal, ja, ich zeichne jetzt am besten nochmal alles neu. Das geht ja relativ schnell. So, hier würden wir also auch hier einen Querkraftmechanismus einfügen müssen. An dieser Stelle hier. Dann hätte ich hier das Teil 1, das selbstverständlich, genau wie uns vorher schon bekannt war, hier, hier, hier und hier ist. Damit hätte ich hier den Pol 1, 2. Das hier wäre das Teil 2. Ich bin übrigens sehr dagegen, die Knoten mit Zahlen zu benennen. Ich würde die Knoten mit Buchstaben benennen. Ich finde, hier wird, ich habe die Teile und die Stäbe sonst immer mit Zahlen bezeichnet. Ich finde das so sehr unübersichtlich. Ja, und das hier wäre halt das Teil 3. Das heißt, wir haben einen Teil 1. Wir haben jetzt einen Teil 2. Und wir haben einen Teil 3. Den restlichen, die restliche Sache kann ich natürlich erstmal wieder weglassen. Oh, das war falsch. Ja, das klappt im Moment nicht so, wie ich mir das dachte. So, das hier ist also das Teil 3, was wir hier haben. Ja, und jetzt kann ich im Prinzip die Pole einzeichnen. Wir haben also den Hauptpol 1. Ja, hier sieht man schon wieder der Knoten 1, der Hauptpol 1, nö. Hier haben wir den Nebenpol 1, 2. Dann haben wir hier im Unendlichen den Nebenpol 2, 3. Noch eine schöne Unendlich dran, damit jeder weiß, was gemeint ist. Ich habe leider noch den grauen Stift. So, was müssen wir jetzt weitermachen? Ja, ich muss den 1 mit 1, 2 verbinden und 3 mit, hier ist der Hauptpol 3, der ist noch gar nicht eingezeichnet, 3 mit 2, 3. Und wenn ich das verbinde, schneiden sich die beiden Geraden hier und hier. Und die schneiden sich also wieder im Pol 1. Das heißt, der Pol 1 ist mit Pol 2 identisch und 1 und 2 bilden damit ein starres Teil. Wenn ich das habe, habe ich aber leider immer noch nicht den Winkel. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Und jetzt muss man eben überlegen, wie das mit dem Winkel aussieht. Und im Prinzip kann man sich das mit dem Winkel dann natürlich auch ungefähr so erklären, dass der Winkel so aussieht. Ja, und dann kann ich eben sagen, dass das hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9 mal Phi ist. Hier oben, dass das hier unten 3 mal Phi ist. Und beides zusammen sind 1. Das wäre also hier die Überlegung. Dann kann ich sagen, insgesamt 9 Phi plus 3 Phi gleich 1. Phi ist gleich 1/12. Und das wäre wieder die gleiche Einflusslinie, die wir schon kennen. Ja, wenn ich noch unbedingt haben will, kann ich natürlich noch die Scheibe 4 einführen, die ich aber wirklich nicht brauche, wie wir schon gesehen haben, und die Scheibe 5 einführen. Ich kann mich fragen, wo die ihren Pol haben. Dann ist der Pol 4 natürlich hier. Dann haben wir hier den Pol 4, 5. Und jetzt können wir uns noch überlegen, wo der Pol 5 dann wohl ist.
Das ist gar nicht mal so einfach. Da habe ich ja noch den 2,5. Der 2,5 ist gerade hier. Jetzt muss ich die 2 mit dem 2,5 verbinden. Habe ich die gerade hier. Dann muss ich den 4 mit dem 4,5 verbinden hier. Und hätte hier den völlig überflüssigen Pol 5, den wir nun wirklich nicht brauchen. Ja, also auch dann, wenn ich die Einflusslinie weiterzeichne, habe ich ja gerade schon erklärt, wie das geht. Ja, wir sind auf der einen Seite 3/4 hochgegangen, der Punkt in der Mitte ist fest, also geht der andere um 3/4 runter. Es ist da völlig überflüssig, überhaupt den Winkel zu bestimmen und was das Teil macht. Höchstens, wenn ich die Horizontalverschiebung suche, wäre da noch was zu machen. Ja, ich glaube, damit ist die Sache zu Ende. Ich habe also einmal gezeigt, wie ich mit der Kistenregel vorankomme. Wenn ich an der Stelle 7 rechts davon einen Querkraftmechanismus einfüge, habe ich also zwei Winkel, die bei mir immer nach links drehen. Dann bin ich mit der Kistenregel von 1 nach 8 gegangen, habe die Pfeile horizontal und vertikal addiert. An dem Querkraftmechanismus tritt einfach eine Verschiebung 1 nach unten auf. Und damit habe ich dann zwei Gleichungen, die ich nach Phi1 und Phi2 auflösen kann, mit dem Ergebnis Phi1 gleich Phi2 gleich 1/12. Damit habe ich die Verschiebung in den Punkten 3 und 4 und dazwischen 3, 4 und 5 sofort raus. Mit der Verschiebung 5 und W6 gleich 0 kenne ich die Verschiebung W9. Ich brauche also, wie gesagt, nur zwei Winkel und habe nur zwei Teile sozusagen zu berücksichtigen. Auswertung der Einflusslinie ist einfach die Streckenlast mal der grünen Fläche. Die grüne Fläche mit Trapezformel, Wert links plus Wert rechts, davon die Hälfte, ist der Mittelwert und den mit der Länge multipliziert, ist die grüne Fläche, die mal 3 kN pro Meter mal genommen, Dimensionskontrolle. Und wir sehen, dass die ganze Sache passt. Ja, beim Lehrstuhl muss ich also, wie gesagt, ein paar Pole mehr bestimmen. Ansonsten natürlich die gleiche Lösung und damit, denke ich, ist die Aufgabe zu Ende. Ja, und ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen, wenn die Aufgaben komplizierter werden, wird das mit den Polen irgendwann schwierig. Während bei diesem anderen Möglichkeit der Kistenregel, da habe ich dann im schlimmsten Fall 5 Gleichungen und 5 Unbekannte und vertraue das Problem dann meinem Taschenrechner an, der mir dann die Lösung liefert. Statt mich also selber zu quälen, überlasse ich die Quälerei lieber dem Taschenrechner. Muss dann natürlich ein paar Zahlen in den Taschenrechner eingeben. Aber ich kann eben nie in die Verlegenheit kommen, dass ich Pole nicht finde, dass ich schleifende Schnitte habe etc. Und dass der Pol nachher sonst wo ist und ich die Geometrie nicht rauskriege von dem Pol. Oder da erstmal eine Viertelstunde überlegen muss, bis ich weiß, wo der Pol ist. Solche Probleme umgehe ich. Oder dass ich nachher alle Pole habe und wenn ich die Pole alle habe, habe ich immer noch keine Ahnung, wie die Einflusslinie aussieht. Ja, das sind alles Probleme, die ich nicht habe. Ich habe ja dann die Winkel und kann mir an jeder Stelle mit der Kistenregel sofort die Verschiebung ausrechnen. Ja, ich glaube, damit kann ich das Video beenden.